sind jetzt da für den Ski Vacation Dreh. Der Raffi zieht sich da jetzt aus, um nackt und Backflip zu machen. Wenn wir das für einen Film brauchen. Er wird das schon packen. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Die Ski-Action vom Ski Vacation, die war spannend zum Drehen, weil wir haben nicht sonderlich viele Drehtage gehabt, also doch ein sehr Low-Budget-Projekt war. Und dann haben wir sehr kurzfristig drehen müssen, haben immer wieder sehr kurzfristig einen Raffi angerufen, ob er denn jetzt gerade Zeit hat. Und meistens haben wir das dann mit irgendwelchen anderen Drehs kombiniert, da waren wir bei irgendeinem Fotoshooting mit oder für einen Dreh von was anderen, weil wir eh schon im Gelände waren und wir nicht den ganzen Tag sowieso durchshootet, haben wir dazwischen drin immer einen Raffi mit eingebaut. Und der Raffi hat schon sehr klare Vorstellungen gehabt, was er denn alles fahren mag. Da hat er dann seine Lines fahren können. Und hauptsächlich haben wir eigentlich in Obergurgl gedreht. Da hat es dann einmal einen lustigen Zwischenfall gegeben, weil wir da ein Fotoshooting gehabt haben. Haben dann schnell den Raffi angerufen, ja, ob er nicht morgen Zeit hat. Sagt, ja, er ist gerade in Kärnten unterwegs, aber er kommt jetzt heim und geht mit uns shooten. Und ist am nächsten Tag auftaucht und hat seine Skischuhe vergessen. Und hat sich dann kurzfristig vom Hardo, von einem von unserer Bösewichte, die Skischuhe ausgeliehen. Die waren zwei Nummern zu groß, hat mit denen aber Vollgas gegeben, hat dann einen 360 mal über eine Wächte runter gemacht. Und die Skischuhe sind beide explodiert. Es ist ein Wunder, Raffi hat überhaupt nichts gehabt. Aber die Skischuhe waren völlig zerstört. Hinten die obere Schale über die hintere rausgebogen. Da war er einfach zu grob. Wir haben auch andere Drehtage gemacht. Da war es dann meistens so, weil eben die Zeit in dem Winter so knapp war, dass wirklich ich einfach mit dem Raffi so Skifahren gegangen bin oder mit einer kleinen Kamera und einer Drohne im Rucksack einfach Skifahren gegangen bin. Wir haben eine Skitour gemacht. Und ich habe halt jede Chance genutzt und habe halt immer wieder einen Raffi mitgefilmt, damit wir unsere Action zusammenbringen für den ganzen Film. Und ja, war spannend. Und ich glaube, die Action spricht für sich. Haben da recht gute Action zusammengebaut.